Mittag wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zum ersten Panel heute. Der Manga zwischen Pioniergeist und gespaltener Fangemeinde. Worum geht's? Ich habe hier Unterstützung von ganz wunderbaren Damen und einem wunderbaren Herren, die auf dem deutschen Manga-Markt arbeiten. Und es geht so ein bisschen darum, wir haben jetzt ungefähr 10 Jahre Eigenproduktion, mal zu schauen, was haben wir erlebt. Und wie steht es eigentlich um den deutschen Manga oder Ger-Manga in Anführungszeichen oder D-Manga, die ganzen Namen, die ja, kursieren, ob wir überhaupt brauchen, können wir dann auch noch klären. Und wie gehen eigentlich die Leser damit um? Wie kommt es an? Ist es schon eine feststehende Strömung oder ist es immer noch im Wandel? Stell mal kurz vor, fangen wir direkt an, dann haben wir den Publikumspreis, das hergesendet, die ist die Maximumspreis von Mela Winkler, die Straßenpreis. Aus Österreich Melanie Schober bei Carsten, unter anderem Person of Paradise, hat mich gewählt. Und Alexandra Völker zuletzt mit Dark Magic auf Tour. Aus Köln die Illustratorin Nina Mowacki, Dozentin und hat bei Thema Knauer veröffentlicht und bei Engels Verlag. Aus Berlin, Marika Herzog, vor allem bekannt durch die Serie Grimoire bei Comic Culture. Und David Felix, den ich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen muss. Tokyo Pop, Anthony Van der King of Prince, unser All-Rounder im Schulbereich. Mongo! Das ist eine kurze Einführung, dann gehen wir auch gleich weiter. Wir gehen wieder nach rechts zu Daniela. Die uns bitte einfach mal erzählt, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Wie, wo ich hierher? Manga. zum Manga. Also zum Manga generell durch Serien wie Pokémon in erster Linie. Fällt gar nicht auf gerade. Und ja, also bin vor der Schule nach Hause gekommen und es lief nichts anderes im Fernsehen, außer Pokémon und Sailor Moon und Monster Rancher und all der Schrott, der da lief. Und das fand ich halt toll und ich habe dann angefangen zu zeichnen. Ich war eher ein Fan von Lara Croft damals, so hier Tomb Raider, ach nein, die Frauen, die großen Rüstungen, die fand ich toll. Hat dann mir irgendwann so ein riesiges Special-Heft geholt und da war halt ein Manga drin, hinten, und dann dachte ich, das ist so cool, ich will auch sowas zeichnen. Und zwar, das ist der erste Manga, richtiger Manga, mit dem ich in Büro gekommen bin, war von Robert Laus, also zwar nicht mehr ganz erfunden, also gezeichnet, also nicht animiert, sondern das war wirklich dieser Kurzformel. Ich dachte, oh, das heißt also Manga, das mache ich jetzt auch. Vielen Dank, Melanie, über deine Erfahrung. Ja, also bei mir war es so, dass mir meine Oma lustige Taschenbücher geschenkt hat, als ich lesen gelernt habe. Und da war ich dann voller Freude, juhu, ich kann lesen. Und dann habe ich alle lustigen Taschenbücher gelesen. Und dann habe ich Geschichten zu Phantomias, oder wie heißt der? Phantomia, habe ich gezeichnet. Also Donald war mein Liebling. Und ja, da blieb ich dann ganz, ganz lange, bis dann Sailor Moon ins Fernsehen kam. Und witzigerweise wollte ich das anfangs gar nicht schauen, da war eine Freundin, die hat das immer geschaut und ich hatte damals begrenzte Fernsehtage und dann hat sie gesagt, schau das an deinem Fernsehtag und ich, nein, ich will das nicht sehen. Und dann meinte sie, doch, das musst du schauen, das ist so genial. Und dann habe ich mir das angeschaut und dachte mir, boah Gott, ist das dämlich, was soll das eigentlich? Und, aber irgendwie bin ich dann süchtig geworden. Ja, irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass es davon noch viel mehr gibt und ja, das fand ich dann auch noch besser als Sailor Moon und dann habe ich mich ewig geweigert, den Stil anzunehmen, weil ich Angst hatte, irgendwas zu kopieren oder was nachzumachen und irgendwann mal dachte ich mir dann, nee, das gefällt mir das so gut, da mache ich jetzt mein eigenes Ding und ja, es hat tatsächlich Mangas und Comics und alles, was Bildgeschichte ist. Alex? Ja, bei mir war es, oh, sorry für meine Bassstimme, ich bin ein bisschen erkältet. Ah, hört sich auch gut an, oder? Oh, das glückliche Stimme. Ja, also bei mir war es auch Sailor Moon tatsächlich in der Grundschule meine absolute Lieblingsserie. Ich bin nach wie vor ein sehr großer Sailor Moon-Fan. Ich wollte immer blond werden. Und irgendwann mal, ja, sind wir auch erblondet. Ich habe tatsächlich mit meinen Großeltern Karten gespielt um Sailor Moon-Bände. Also meine Eltern wollten sie mir nicht kaufen und Und nach und nach hatte ich dann meine Sailor Moon-Reihe zusammen und dachte mir, okay, ach, kommst du nie ran an Sailor Moon-Bilder, wenn meine sahen so grottig aus.
Und dann habe ich in der Daisuke, kennt ihr noch, oder? Die Daisuke? Ach, sehr schön, ja, hier wurde ja leider abgesetzt. Und da kam Judith Park, wurde veröffentlicht und habe ich gesehen, hey, das geht ja auch mit deutschen Zeichnern und sieht hammergeil aus. Und dann dachte ich mir so, was die kann, das schaffen wir auch. Und habe mich rangesetzt und tatsächlich ganz, ganz lange geübt und mit 17 durch Zufall bei so einem Talentwettbewerb mitgemacht, einen Platz belegt. Man war der Erste, war der Zweite. Ne? Also man musste nicht den ersten Platz machen, um einen Vertrag zu bekommen. So an alle. Ja, und irgendwie bin ich jetzt dabei geblieben. Ich bin also bei Manga-Zeichnen zwischendurch noch im Studium eingeschoben. Ich habe jetzt 5 Bände veröffentlicht und zeichne an einem 6. Manga-Band. Kommt nächstes Jahr raus. Ja, also ich bin so ein bisschen dazu gekommen, weil ich von klein auf immer sehr gerne Comics gelesen habe. Meine Eltern, vor allem meine Mutter, die fanden das eigentlich gar nicht so toll. Sie war immer so der Meinung, dass Comics verblöden, so mit Peng und Pow und Bum und Au und sowas. Und hat sich deswegen eigentlich immer geweigert, mir irgendwelche Comics zu holen oder mit mir zu lesen. Naja, was hat sie jetzt dann davon am Ende? Ich habe mir trotzdem immer wieder dann welche geholt, bin dann auch lustigerweise über Lara Croft und so weiter, über Comic-Serien erstmal in einen amerikanischen Bereich eingestiegen und dann anschließend auch dank Sailor Moon und entsprechenden Freundeskreisen eben auch so in die japanische Schiene reingerutscht, in die Manga-Schiene. Und außerhalb davon mache ich momentan mehr Illustration zwar, aber nichtsdestotrotz, ich bin immer in so einem Misch drin von amerikanischem Comic und Manga, ja. Marika, was erzählst du? Also bei mir war es ein bisschen anders noch. Also ich habe damals zwar die Animes gesehen, aber es war noch vor der Sailor-Moon-Zeit, wo das noch als normaler Zeichentrick hat. Also Nico, mein Freund, Prinzessin Sarah, also die ganz alten Sachen. Damals wusste ich allerdings halt nicht, dass es Anime sind. Ich wusste auch nicht mehr, dass es Mangas gab, obwohl ich damals in Berlin gewohnt habe. Ich habe auch nirgendwo Mangas im Buchläden gesehen und habe dann wirklich eher mit Michael Turner Felsum angefangen, der auch unter anderem für Tomb Raider gezeichnet hat und Rich Blade. Und erst als ich in ein Dorf gezogen bin und meinen Leistungssport nicht mehr ausführen konnte, habe ich in der Nachbarstadt, die 20 Kilometer weit entfernt, bei einer Uni-Buchhandlung gesehen, wo es dann Mangas gab. Und dann wurde ich an unserer Schule zur Manga-Dealerin. Das heißt, ich habe dann einmal die Woche für 200 Euro Mangas in den Laden gekauft, weil ich dann sozusagen die komplette Schule versorgt musste. Und da habe ich im Prinzip auch angefangen, selber zu zeichnen, weil ich ja halt keinen Leistungssport mehr machen konnte. Und und da ich halt immer schon die Serien mochte und dann auch mit Manga lesen angefangen habe, habe ich dann auch so, wo es die Dice dann langsam am Starten war, habe ich dann auch langsam mal einmal im Monat ein Bild oder so gezeichnet. Und das fing dann erst richtig mit Comicwerk bei mir an, mit einem Online-Magazin, wo ich dann mit richtig Zeichnen angefangen habe, mit Geschichten. Und von da aus habe ich dann auch meinen Vertrag damals bei Carlsen bekommen, für mein Chibi. Und seitdem produziere ich mit dem Comic Culture Verlag auch meine Serie, die nächstes Jahr beendet sein wird. Und dann sind auch noch weitere Projekte im Plan. Und der David macht den Abschluss der Vorstellung. Jawohl, es ging darum, wie ich zum Manga gekommen bin. Ja, zum Zeichnen. Ja, ich glaube, bei mir war das halt so eine frühkindliche Prägung. Da waren die meisten ja nicht mal auf der Welt. Irgendwann mal, glaube ich, so Ende der 80er Jahre, da gab es auf ZDF oder ARD so einen Anime-Blog. Und wie die Mika schon meinte, das lief damals nicht als Anime. Da wurde auch extra am Ende immer jeglicher japanischer Name rausgeschnitten und stattdessen hat man dann lieber hingeschrieben, wer da für die Synchronisationsredaktion verantwortlich war. Da dachte man halt, das sind deutsche oder amerikanische Serien und mich hat halt sowas immer angesprochen. Das war am Freitagabend, das war ein ganz klarer Tagesablauf, nachmittags baden. Dann habe ich mich halt schön mein Badetuch gewuschelt, kam Heidi und wenn das zu Ende war, war ich trocken. Das lief halt immer so weiter, wo Heidi durch war, kam dann Nils Holgers und das durch war, kam dann Dschungelbuch und so weiter. Und ich habe dann halt immer versucht, andere Sachen anzugucken, auch richtige Cartoons und so. Und ich fand halt Sachen auch ganz cool, wie He-Man und so. Aber es war halt immer so ein Ding. Es gab bei He-Man die erste Serie, die fand ich schon als Kindergartenkind irgendwie cheesy, irgendwie scheiße. So, kommt nicht immer mit eurem Moralscheiß.
Und dann kam die zweite Staffel und ich denke, Mensch, die ist ganz cool. Und ich habe jetzt letztes Jahr erst festgestellt, okay, die zweite Staffel war schon Anime. Das war im Prinzip von Anfang an halt die Prägung, ohne dass ich wusste, dass was Japanisches ist, habe ich das halt viel mehr gefressen. Und ich habe halt von Anfang an gezeichnet und klar, habe ich dann halt irgendwie den Heidi-Stil kopiert. Und das sagen mir heute noch Leute, nein, du machst ja Heidi. Und dann kam Sailor Moon. Dann kann ich genau dort weiter erzählen, wo ihr alle erzählt habt. Dankeschön. Ja, der Manga hat sich so unter anderem etabliert. Wie findet ihr das? Wie bezeichnet ihr euch selbst? Ist es in Ordnung, wenn euch Leute Mangaka nennen? Ist es in Ordnung, wenn Leute eure Werke Germangas nennen? Oder benutzt ihr das lustige D-Manga mit Apostroph? Oder sagt ihr einfach, ich bin Comiczeichner, also ich bin schon gut mit den ganzen Welt. Der Manga. Soll ich jetzt anfangen? Ja. Also, ich habe jetzt gerade getrunken, habe das meiste gar nicht so gehört. Ich habe gehofft, vielleicht mir den Kontext dann aus euren Sprüchen rausziehen kann. Es ging darum, ob ich mich als Mangaka bezeichne. Nee, also ich bezeichne mich als Comiczeichner, Illustrator, weil ja, Mangaka ist ja der alte Spruch, auch nur ein japanisches Wort für Comiczeichner. Und ich finde es ganz nett, wenn so kleine Kids da kommen und meinen, hier, du zeichnest Manga, dann nehme ich das auch gern mit. Weil wenn ich denen jetzt irgendeinen Vortrag halte, nee, es ist viel Manga und ich habe meine alte Identität und so, sind die schon lange weg und ich habe das Buch nicht verkauft. Also es kommt immer ein bisschen auf den Kontext an und ich versuche aber so im Allgemeinen als Comiczeichner betitelt zu werden, weil ich halt auch glaube, dass das nicht unbedingt immer so sinnvoll ist, da den Stempel aufgedrückt zu bekommen. Und ich arbeite jetzt schon seit einigen Jahren dran, halt auch in der Comic-Szene, die halt nicht so viel Manga-Publikum hat, Fuß zu fassen. Und ich glaube, das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Ich versuche eher über meinen Stil halt zu zeigen, hey, ich lese Manga, ich finde Manga gut und mein Erzähltempo entspricht einem Manga. Aber ich versuche jetzt nicht auf Krampf zu zeigen, hey, ich bin der Manga-Verfechter hier. Und ich glaube, das läuft nicht so ganz gut. Ich mag mal auf der rechten Seite jemanden mal dazu sehen. Fühlt ihr euch denn in irgendeiner Form angegriffen, wenn man sagt, es ist ein Germanga? Oder was haltet ihr von dieser Diskussion? Es gibt ja immer wieder Diskussionen, wie nennen wir es dann auch, das überhaupt einen Namen? Also mich nervt das, ehrlich gesagt. Also ich fühle mich dadurch nicht angegriffen und ich akzeptiere das auch. Also muss man ja auch irgendwo, aber immer wenn ich wieder, ja, du bist doch eine Mangaka, du bist doch eine Germangaka, du hast doch einen Germanga, einen D-Manga, einen Anime-Manga, einen was auch immer gezeichnet. Und ich denke mir dann immer so, wenn ich das meiner Oma jetzt zeigen könnte und die fragt, was ist das, dann sage ich, das ist ein Comic, damit sie das versteht. Und ich finde es einfach extrem überflüssig, dieses Ganze, was ist ein Manga, was ist ein Germanga, was ist ein Manfra, was ist ein Manwa, was ist, weil irgendwann, ich meine, klar, Schubladendenken ist vielleicht in einigen Sachen ganz wichtig, wenn man was differenzieren möchte, aber in erster Linie, ich sehe immer einfach so, dass das sind Bilder und das sind Sprechblasen, das erzählt eine Geschichte, das ist ein Comic. Also es ist egal, welche Leserichtung, es ist egal, ob schwarz oder weiß, es ist egal, ob der Zeichner Schlitzaugen hatte oder nicht, das ist vollkommen egal, Hauptsache, das unterhält mich und das ist irgendeine Geschichte, der ich folgen kann. Und wenn im Internet dann wieder irgendeine Diskussion ausbricht, ob das jetzt ein Germanga ist, ob das jetzt ein Germangaka ist oder ein Germ-Comic-Zeichner, das ist mir vollkommen egal, dann mache ich das Fenster zu und zeichne weiter. Also mir persönlich ist das eigentlich egal, weil ich denke mir immer, es kommt darauf an, wer jetzt darüber spricht. Also zum Beispiel gibt es ja diese wahnsinnigen Theoretiker, die sich mit diesem ganzen Markt so beschäftigen und da gerne Blogs drüber schreiben und so. Und die können von mir aus gerne dieses Wort benutzen, die können auch D-Manga sagen oder Germanga oder Österanga oder Schweizanga oder was weiß ich. Das ist mir egal, aber wenn mich jetzt jemand fragt, was machst denn du als Beruf, dann ist das meistens niemand, der mit Manga zu tun hat. Wenn ich dann sage, ich bin Manga-Zeichnerin, dann kommt immer als erstes, ach, das ist doch das mit den dicken Brüsten, oder? Und dann ist mir das bei Box läuft, ja, das Manga, dass man sich aufs Handy laden kann. Und dann sage ich, nein, und dann muss ich wieder das alles erklären, was Manga ist, und darauf habe ich keine Lust. Und deswegen sage ich einfach, ich zeichne Comics. Und ich denke mir, beim Comic gibt es das ja auch nicht, dass man sagt, das ist ein Frühcomic und ein Amerikomic und ein Belgo. Okay, das ist nicht so ein Worthybrid. Man sagt halt, man kann ja vielleicht einfach sagen, ein deutscher Manga. Ist ja nicht so lang.
Also meine Meinung. Aber grundsätzlich ist mir das egal. Ich denke mir, es kommt darauf an, wer das Wort verwendet und manche brauchen vielleicht diese Kategorien. Also ich brauche sie nicht, aber jede wie er will. Vielen Dank. Haben wir was hinzuzufügen? Ja. Ja. Und zwar ist es mir in den letzten Monaten tatsächlich passiert, dass ich immer verbessert werde. Das heißt, wenn ich sage, so, ja, Frau Wölk, was machen Sie denn? Und ich sage, ja, ich zeichne Comics. Nein, Sie zeichnen keine Comics, Sie zeichnen Manga. Das ist mir aber auch schon bekannt. Ja, das ist echt krass. Also da bin ich mal ganz fasziniert, dass die Leute wissen, was ich in meinem Leben mache und wo ich stehe. Weil in Manga gibt es auch noch andere schöne Sachen. Also ich liebe auch Comics und ich zeichne auch Comics und Karikaturen und Illustrationen. Aber nein, also anscheinend wissen die Leute da immer ein bisschen besser als ich. Und differenzieren mich dann auch und sagen, ja, Manga, dann sind sie auch ganz stolz. Und dann möchte man die natürlich nicht die Illusion nehmen und sagen, nein, stimmt nicht, ich mache noch andere Sachen. Weil wenn sie sich schon mal die Mühe gemacht haben und nachrecherchiert haben, was ein Manga ist, was tatsächlich nicht so viele Leute machen, vor allem wenn Interviewanfragen kommen, eine ganze andere Bibapo, dann finde ich das schon ganz okay. Also ich finde, dann ist es auch in Ordnung, wenn sie sagen, du bist eine Manga-Zeichnerin oder du bist eine deutsche Manga-Zeichnerin, aber ich bezeichne mich auch wie meine ganzen Kollegen als Comic-Zeichnerin, weil Comic, Manga, BD ist für mich alles Kunst. Also ich muss auch ehrlich sagen, mir ist es eigentlich egal, was jetzt die anderen denken. Diese ganze Aufschnitterei ist eigentlich in meinen Augen sinnlos, weil ich verstehe nicht, dass einige Fangemeinschaften das auch rechten wie Manga und dann sagen, die sind jetzt der Manga und sagen ja, die eigenen haben ja ihre eigene Bezeichnung und dann verstehe ich nicht, dass sie dann sagen, ja, wir brauchen jetzt auch ein eigenes Wort. Aber wenn man ganz normal das Wörterbuch aufschlägt, heißen diese ganzen Wörter nichts anderes als Comic. Das heißt, ein Batman wäre in Japan ein Manga. Ein Batman wäre in Korea ein Manhwa. Ein Batman wäre in China ein Manhwa. Also warum sind wir dann nicht auch einfach nur Comic? Weil das ist ja nichts anderes als eine normale Übersetzung. Und deswegen, ich besiege mich auch gerne als Manga- oder Comiczeichner, auch oder als Comic-Illustrator. Und weil es ist eigentlich nichts anderes. Es ist so, wie Daniela schon meinte, es sind Werke, wo einfach eine Geschichte in Bildern illustriert wird, die mich unterhalten soll. Und das ist eigentlich die Jahre, woher das, also wer, woher der Künstler kommt, welche Abstammung der Künstler hat, Hauptsache es gefällt mir. Mehr muss es eigentlich nicht auch sein. Dankeschön. Daniela hat es schon mal erwähnt, Forendiskussionen, nicht nur um den. Wie heißt es denn jetzt, sondern ihr alle seid im Internet mehr oder weniger präsent, da jetzt auch Animex natürlich einen zentralen Punkt einnimmt, wenn es um Selbstvermarktung geht, sei es durch eigene Webseiten wie beim David zum Beispiel Manga Mentors oder Facebook-Fanpages. Ihr seid aktiv unter Nicknames, die natürlich mittlerweile mehr oder minder euch zugeordnet werden können in dem Fall. Heißt, ihr seid Teil dieses Internet-Community-Alltags. Und dann wird es jetzt im nächsten Blog darum gehen, wie ist das denn so? Denn so lange es schon deutsche Werke gibt, gibt es natürlich auch eine Fangemeinde, die eigentlich vom japanischen Manga herkommt und dann sieht, was wir so machen und das ja, entsprechend kommentiert. Dann fange ich einfach mal mit einem etwas älteren Zitat aus 2007 an. Ich habe diese Zitate so aus dem Forum übernommen, inklusive Rechtschreibfehler, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt anfange zu korrigieren, dann ist nachher der Inhalt ja dann nicht passt. Um ehrlich zu sein, habe ich noch kein deutsches Manga reingeschaut. Ich weiß auch nicht wieso, aber das kommt mir vor, wie wenn ein Japaner versucht, deutsche Volkslieder zu singen oder etwas in der Art. Und heißt halt eigentlich Japaner, oder? Nein, das ist aus dem Manga.de-Forum, was ich denke. Es ist irgendwie logisch. Das ist ziemlich spannend. Ich finde das irgendwie ironisch, weil die Frau sagt, sie findet das merkwürdig, dass wir Mangas zeichnen, aber gibt sich selber einen japanischen Namen. Oder? Aber das gehört ja irgendwie auch zu eurem Arbeitsalltag dazu. Ja, also mehr als alles andere eigentlich, oder? Internetfreunde mal fragen, doch eigentlich. Also wenn ich irgendeine Internetseite aufmache und es gibt irgendwelche Newsmeldungen zu einem deutschen Manga-Comic, dann kann ich eigentlich
brauche ich gar nicht mehr würfeln. Ich weiß schon von vornherein, da wirklich eine Diskussion ausbrechen zum Thema deutsche Mangas sind scheiße. Und es kommt dann immer wieder, Und entweder mache ich dann das jetzt dazu oder ich lese mit und mache immer. Was? Sind ja auch immer wieder die gleichen Sachen, die dann Läuft doch immer gleich ab. Ja, zuerst schreibt jemand, cool, eine Signierstunde von einem deutschen Zeichner. Dann kommt jemand, ja, Deutsche zeigen sie doch alle Scheiße. Ich habe mal in der Dice-Key gelesen von Judith Park, das sieht alles gleich aus. Und dann kommt ein Experte und schreibt, nein, nein, das sieht nicht alles gleich aus. Und jetzt muss ich dir die Geschichte des Manga erklären. Dann kommt noch ein Troll und verteidigt den ersten, weil man ja den ersten angegriffen hat. Und dann kommt wieder jemand, der die deutschen Zeichner verteidigt. Und dann kommt ein deutscher Zeichner selbst und sagt, oh, bitte ruhig, wir wollen diese Diskussion nicht. Und dann kommt wieder ein Troll und sagt, schau, die deutschen Zeichner, die trollen jetzt wieder hier rum. Und die haben ja nichts anderes zu tun den ganzen Tag, als im Internet rumzuhängen. Und, jetzt kommt Freunde auf und alle, genau. Die deutsche Manga verteidigen, die sind alle nur mit deutschen Manga-Zeichnern befreundet oder zeichnen selber deutsche Mangas. Ja, wir kennen ja wirklich alle 10 deutschen Manga-Leser. Aber ganz kurz nochmal was zu der Diskussionsstruktur. Wollen wir zu jedem Zitat einzeln kurz sagen? Nein, ich kann euch mal so ein paar Zitate vorlesen. Ganz kurz, ich finde da, das ist gar nicht mal so falsch, muss ich sagen. Also, wenn man jetzt mit dieser Oberflächlichkeit rangeht, und das ist ja wirklich auf Animex zum Beispiel gang und gäbe, dass viele Leute wirklich einfach nur Manga abzeichnen. Ich glaube, wir sind ja alle Zeichen der Runde, wir sind darüber hinaus, wir versuchen eine eigene Identität anzustreben, aber guckt euch mal Animex an, guckt euch mal an, was da von 10 Jochinchi da so dabei ist, und ich wette, da habt ihr 8 Sachen dabei, die einfach nur 1:1 die Erzählstruktur und teilweise auch den Inhalt und die Charaktere aus irgendeinem bestehenden Manga übernehmen, und dann haben wir wieder diese Emo-Kacke da. Ja, ist ja auch beim Wettbewerb passiert, um das abzeichnen. Ja, genau. Daniela, wir hatten das ja neulich bei uns im Workshop, das war ganz witzig, ja. Das bringen wir jetzt nicht einmal an. Es ist tatsächlich so, dass viele Leute halt erstmal glauben, also gerade der Nachwuchs, ich muss unbedingt 1:1 diese Manga-Struktur übernehmen. Und ich glaube, diese Person richtet sich auch eher an solche Werke. Und wenn die Person dann nochmal ein bisschen über den Tellerrand schaut, würde die natürlich erkennen, dass es da noch was darüber hinaus gibt. Das ist bei einigen deutschen Zeichnern auch so gewesen. Also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu zeichnen und heute in Richtung Manga gehe, war ich der festen Überzeugung, dass ich japanische Namen nehmen muss. Ja. Das heißt, bei der ganzen Geschichte hat zwar in Deutschland gespielt, aber es war immer noch Sakura und Ryu und Ryu Schwalz. Sakura Müller oder so, keine Ahnung, weil dann ich immer so auf Teufel komm raus, immer japanische Namen und spielt alles in Deutschland. Dann sind ja irgendwie, ja, ich spiele jetzt hier nach Aldi. Alles klar, Kyoko, bis gleich. Also ich habe anfangs gedacht, das muss halt so sein. Dass ich halt irgendwann mal gecheckt habe, ich kann ja auch mal. Ja, ich glaube, so ging es ja wohl vielen. Ja, ich habe zum Beispiel Sailor Moon gezeichnet. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich den 20. Sailor Moon-Band zeichnen werde. Das heißt, in der Grundschule, ich habe 2 Jahre lang mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin, oh, wir hatten uns sehr gern, haben wir 2 Jahre lang einen Sailor Moon-Band gezeichnet. Und, ganz kurz, ganz kurz, erzähl mal mit der geilen Stimme, wie gern du deine Mitbewohnerin Nein, die ist echt cool. Also wir waren auf einer Grundschule und auf dem Gymnasium, haben das gleiche studiert, wir sind nie losgeworden. Und und wir wollten, also wenn wir... Nein, ich kann es dir hinterher nochmal flüstern. Er ist vergeben. Okay, wir waren wirklich, wir wussten ja nicht, dass man auch noch eigene Geschichten zeichnen konnte, so weit haben wir gar nicht gedacht. Und wir wollten diesen Manga fertig zeichnen, er ist natürlich nie fertig geworden, also mehr als 10 Seiten haben wir nicht geschafft. Und wir wollten den nach Japan schicken, zu dem Loco, und die will natürlich dann sehen, wie hammergeil wir gezeichnet haben. Und die sollte dann bitte verlegen. So, das war dann meine Sicht von wegen Abzeichnen, und ich wusste es nicht, dass es noch alles geht. Es gibt nur eine Sailor-Sandel. Ja. Haben die nicht alle mal selbst erfunden? Ja. Ich habe Sailor Earth erfunden, das war cool. Das habe ich auch erfunden. Fällt mir jetzt auf, dass es das gar nicht gab. Ja, das ist lieber bei Sailor Earth. Ja, scheiße, Toxidemess. Aber das war ja von Sailor Earth.
Ich muss sagen, wir haben. Sailor Mars war Sailor Earth, ja. Nein. Ach so. Ja. Die Sailor Moon Panel Diskussion kommt, glaube ich, im Anschluss. Ich kann ja mal noch ganz kurz was aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei uns beim Verlag ist. Also wir haben hier den Independent Verlag der Delphinium Prince, da bewerben sich bis heute noch Leute, die teilweise schon erwachsen sind. Die sind über 20, studieren teilweise sogar und sagen uns, ja, ich könnte euch Band 43 von Dragon Ball zeichnen zum Beispiel. Meine Sparte. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob die das überhaupt nicht verstehen, wie das läuft. Und muss ja jetzt mal drauf kommen. Eigentlich liegt es ja nah, aber machen wir nicht einfach alle Dragon Ball. Wir würden so viel verkaufen wie noch nie. Bitte One Piece. Ich zeige euch noch mal ein, zwei Sachen, die ich rausgewählt habe. Lustigerweise ist sogar eins dabei, was die Melanie eben schon zitiert hat. Ja? Also das ist so das Klassische, was einem gegeben hat. Kennt ihr vielleicht nach des Zeichners für mich der Inbegriff der deutschen Manga-Szene, doofe Story, doofer Style, doofe Infos zu Manga-Kapust, die keiner wissen will. Ihr Manga-Titel ist vor längerer Zeit in der Daisy erschienen und ich war schwer enttäuscht. Darum gibt es in unserem Land nur so wenige Ausnahmekünstler. Sasuke! Mache weiter mit bis auf japanischer Titel ist nur Müll dabei. Wer wählt schon diese deutschen Manga? Jüngst entstanden im Animex Forum der Diskussion den Max und Moritz Preis 2000. Da fehlt schon die scheiß deutschen Manga. Wie geht ihr denn damit um? Weil es ist ja nochmal so, Sie hat es eben schon mal angehört, es gibt dann noch immer deutsche Zeichner, die sich einmischen. Hier war es dann jetzt tatsächlich sehr entartet, aber auch in den Manga-KDE-Thread hat man immer wieder dann doch deutsche Zeichner, die dann doch versuchen, sich zu erklären. Das geht ja dann irgendwie mit, wie geht ihr mittlerweile damit um? Würdet ihr wirklich sagen, man muss auf alles reagieren oder ist es besser, das einfach zu übersehen? Also ich bin der Meinung, übersehen, es wiederholt sich ja die ganze Zeit. Das hatten wir am Anfang gesagt. Am Anfang hat man noch, wo die ersten Diskussionen waren, hat man versucht noch mit einzusteigen, mitzumischen, sich wirklich zu erklären. Weil viele Schreiberlinge haben ja auch gesagt, ja ich habe von Manga YZ 10 Seiten gelesen und deswegen sind jetzt alle Mangas von deutschen Zeichnern, die jemals erschienen sind, scheiße. Und den Manga, den ich damals gelesen habe, die ersten 10 Seiten, die der ist auch schon 10 Jahre her. Und so erklären sich aber leider halt sehr viele Leute. Und am Anfang möchte man natürlich sich auch erklären als solcher Zeichner. Und dann, ja, die Szene ist ja gewachsen, es ist ja alles, man hat sich auch weiterentwickelt, die Künstler haben sich weiterentwickelt, es gibt mehr Stile, mehr Vielfalt und wir waren ja eine junge Szene. Aber die meisten gehen darauf gar nicht ein, sondern greifen gerne auch mal an. Und heutzutage ist es so, wir sehen das. Und es bringt eigentlich nicht, noch mal was zu schreiben, weil wir wissen ganz genau, der Akt wird sich immer wiederholen. Das haben wir in den letzten Jahren halt gesehen, egal, wenn wir halt uns eingemischt haben, versucht haben zu schlichten, zu erklären, wie sieht es denn genau aus. Es ist immer wieder ein, sag ich mal, ein Chaos ausgebrochen, wo dann oftmals auch die Admins einschreiten mussten. Also, ja, einfach nur sehen und dann, ja, okay, schreibt. Egal, was wir sagen, man kann euch eh nicht eure Meinung abbringen, selbst wenn wir halt historisch erklären oder so. Ja, ganz kurz dazu. Also es ist prinzipiell richtig, es wiederholt sich immer wieder. Und ich habe auch meine Meinung zu den Personen, die sowas schreiben. Und das ist auch kein Manga-Phänomen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen gerade wieder einige aus der Comic-Szene erlebt, die genauso argumentieren. Du musst einfach nur Manga durch ein anderes Wort ersetzen und hier musst du Comic durch ein anderes Wort ersetzen und dann findest du überall die Leute. Und ich glaube, diese Leute, diese zwei, drei, die schreien halt so laut, dass du halt denkst, okay, das sind 100 Leute, die der Meinung sind. Eigentlich sind das wirklich nur ganz wenige. Und gerade auf Animex, ich kann mich an diese Diskussion noch gut erinnern, es waren etwa zwei Leute, die dann die Gegenmeinung zu uns vertraten. Aber diese zwei Leute machen sich dann die Mühe, immer und immer wieder solche Texte zu schreiben. Die Mika hat recht, du kannst deren Meinung nicht ändern, aber ich finde trotzdem, du darfst das nicht einfach so stehen lassen. Selbst wenn du das so stehen lässt, dann kommen halt neutrale Personen, lesen das und irgendwie werden die das in ihre Meinung mit aufnehmen. Auch wenn die Fans sind oder wenn die neutral gegenüber deutschen Manga oder deutschen Manga-Ästen, Comics gegenüberstehen,
die werden nicht komplett von sowas verschont in ihrer Meinungsbildung. Und ich glaube, selbst wenn es ein Kampf gegen Windmühlen ist, man darf sich nicht komplett raushalten. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, dass man so ganz arrogant dieser Kommentar ist ja zum Max- und Moritz-Preis gekommen. Und also, wir wählen schon so einen Scheiß. Ne? Also, so viele Freunde habe ich jetzt auch nicht, dass ich mir diese ganzen Stimmen jetzt hier zusammen erfragt habe von Freunden. Habe ich keine Freunde. Deswegen finde ich das eigentlich ganz lustig. Also ich kann jetzt, also in dem Moment denke ich mir eher, man braucht in diesem Forum gar nichts mehr zu sagen. Ich würde am liebsten einfach nur die Medaille ins Gesicht klatschen gerade, das macht mehr Spaß. Also ich glaube, das sagt eigentlich mehr als 10 Seiten Diskussion. Ich weiß nicht, ich denke, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wo diese Diskussionen stattfinden. Weil die Leute, die jetzt im Animex-Forum diskutieren, das sind Altersklassen, die von ganz jung bis hin auch zu erwachsen gehen. Und da sind natürlich dann auch die Argumentationen dann dementsprechend nicht unbedingt professionell in dem Sinn. Sieht man ja auch an dem B-Sternchen. Also das sind jetzt zum Beispiel Kommentare, wo ich als ein normal denkender Mensch, der jetzt nicht so viel Ahnung von der Szene hat, aber wenn da so ein Kommentar ist und ich eben ein bisschen nachdenke, dann sieht man da eigentlich schon, dass das absolut keine objektive Meinung ist, sondern absolut einfach eben nur ein, ich hasse das jetzt so, hey, das kann hey, meine Güte. Und ich weiß nicht, also wie gesagt, ich denke mir, es kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Sparte diskutiert wird und mit welchen Argumenten, weil das finde ich ist, das ist absolut kein Argument, was irgendjemanden prägen sollte. Ja, nicht prägen sollte, aber prägen wird, und das ist das Problem. Und dieser Kommentar erschien in der Diskussion, glaube ich, an zweiter oder dritter Stelle. Sobald du diese Diskussion aufgerufen hast, wirst du direkt mit sowas begrüßt. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, die Leute, die vielleicht wirklich noch am Überlegen waren, für was gebe ich meine Stimme und lesen dann sowas, die denken dann vielleicht auch nochmal drüber nach. Aber was du meinst, dass das altersabhängig ist, also die Person, die dann hiermit am meisten stumm gemacht hatten, die waren 25 etwa. Ja, mit dem Alter hat das gar nichts zu tun. Es gibt auch, ich kenne jemanden aus dem CIL-Forum, der ist mindestens 35 und ich weiß, dass der im normalen Alltag sieht der ganz normal aus und total unschuldig und bieder und der lässt Sachen ab, da denkst du, das schreibt ein 12-Jähriger. Also, heftig. Aber ich meine, das spricht ja dann auch für sich. Ja. Also. Ja, ich denke mir auch immer, wenn es eine Diskussion ist, ich glaube, ich nehme ja schon seit 10 Jahren schon vor, zehn ist übertrieben, seit 5 Jahren nehme ich mir vor, ich reagiere dann nicht drauf. Und dann lese ich wieder sowas und dann spüre ich die Hitze und die Wut in mir aufsteigen und so, aber jetzt. Und dann denke ich mir, nein, muss ich jetzt zusammenreißen und vernünftig bleiben, und da schreibe ich auch so vernünftig wie möglich. Nein, der deutsche Manga ist nicht schuld dran, dass die Mangas teurer werden allgemein, weil ihr müsst ja bedenken, die gesamte Wirtschaft, Inflation und so, also der deutsche Manga ist nicht dran schuld. Da denke ich mir immer, das klingt doch jetzt so vernünftig und logisch, da wird doch jetzt jeder darauf sagen, stimmt, du hast recht, das ist ja total irrational, was wir hier behauptet haben. Aber dann machen die weiter wie zuvor, und dann bin ich frustriert und denke mir, jetzt gehe ich einfach und lasse das so stehen. Wenn man das angeht, immer faul, weil ich mir immer sicher bin, dass irgendeiner meiner Kollegen oder auch Fans meiner Kollegen oder von mir da kommt und das schon irgendwie für mich regelt, und ich gucke dann einfach mal drüber und denke so, ja, wann kommt denn hier was? Und es ist wirklich mittlerweile ganz selten, dass ich mich irgendwie noch irgendwo dazu äußere. Also entweder wird schon gesagt oder es wird irgendwann noch gesagt, oder es ist einfach nur so lustig, dass ich einfach dann jemand anrufe und sage, hast du es schon gelesen? Lustig. Irgendjemand kommt gleich und dann gibt es wieder Krach. Und ich muss mich auch gar nichts kümmern, außer Spaß haben. Eigentlich will ich ja gar keinen Krach machen, der entsteht immer automatisch. Und das Krasse ist ja, ich würde mal sagen, dass ich mich eigentlich immer nett und höflich und respektvoll ausdrücke. Und in der Diskussion kommt dann immer eine Bemerkung, jetzt sind schon wieder diese deutschen Manga-Zeichner da, die ja keine Kritik vertragen und die alle mit Fäkalsprache um sich werfen, und ich mir dann immer denke, wer hat denn nun mit Fäkalsprache um sich geworfen? Meistens nur ich. Ja, der Dave war es. Vielleicht so eine kleine Zwischenfrage. Erlebt ihr das denn bei sich mehr Stunden auch? Oder nee. Das ist ein eindeutiges Internetphänomen. Also ich glaube, das ist ein eindeutiges Internetphänomen. Ich habe das noch nie auf irgendeiner Signierstunde oder auf irgendeiner Messe oder irgendwo anders erlebt, dass irgendwie gute, du bist voll scheiße, ich hasse deutsche Mangas. Vielleicht haben sie entweder keinen Bock, sich an dieser riesigen Schlange anzustellen. Oder die sind einfach zu feige. Oder die sind ganz schön. Oh. Ja, schön. Ja, aber das ist doch so.
so. Es ist doch gerade bei total, also ich kenne ganz viele Zeichner hier, die setzen sich hin und überziehen ständig und kriegen schon von der Freundin gesagt, jetzt steh mal langsam auf, du musst mal langsam los. Ne? Oder man kommt zu spät zu irgendwas anderem, weil man noch unbedingt 10 glitzernde Mädchenaugen glücklich machen möchte, die dann unbedingt was gezeichnet haben wollen oder so. Und dann habe ich auch, selbst wenn vielleicht stehen die irgendwo in der Ecke, so böse mit so Schatten über den Gesicht und sagen, guck dir das an. Aber ich persönlich kriege das gar nicht mit, weil ich mit den glitzernden Mädchen und jungen Augen beschäftigt bin, die sich freuen, mich zu sehen oder die sich freuen, Kollegen zu sehen, die neben mir sitzen. Und so. Ich glaube, die triffst du nicht, weil der ermutigt den Kellerschlüssel nicht. Ja, aber ich hatte einen so einen Fall jetzt im letzten Jahr und das war aber nicht etwa irgendeine 12-jährige Sakuchan 88-2, sondern das war ein etwa 50-jähriger Comic-Hände, der kam zu mir. Ich habe auch gerade mir eine Mühe gegeben, habe A5 Aquarellbilder ohne Ende dort gemalt, das war auf dem Comic-Festival München. Und da war auch eine kleine Schlange und der stand eine ganze Weile da und ich dachte, Mensch, der will bestimmt was kaufen oder was gemalt bekommen. Nach einer Dreiviertelstunde ist er bei mir angekommen, um mir zu sagen, ja, euer Zeug, das verkauft sich ja gar nicht. Und ja, gebt euch mal mehr Mühe. Ich saß ja, hast du mal reingelesen? Nee, ja, es verkauft sich nicht. Ja, das ist natürlich eine self-fulfilling prophecy dann manchmal auch. Das steht dann irgendwo neben einem Boilerraum in so einer Kiste am besten noch verpackt. Das habe ich tatsächlich neulich mal gesehen. Überall geile neuen DC-Comics und dann stand dort eine Pappkiste und da waren noch die Manga mit ausgepackt, so wie eine Krabbelkiste, die neuen Sachen sind. Und wahrscheinlich war das auch so eine Richtung der Händler. Also ich habe nur mal erlebt, dass die Leute am Stand angefangen haben zu weinen, als sie mich gesehen haben. Ich rede mir einfach ein, dass sie sich Angst. Ich weiß nicht, also bei uns in NRW ist Manga richtig, richtig in und also im Schnitt so die NRW-Zeichner haben 40 Veranstaltungen plus, komischerweise sind immer voll und ja, verstehe ich nicht. Und selten jemand dabei, der nachher unzufrieden ist. Es ist tatsächlich so, ich weiß aber nicht, also da ich jetzt seit 8 Jahren in der Szene drin bin, und mich permanent enthalte, also ich bin nie in irgendwelchen Foren aktiv, ich stalke zwar immer und habe meine Blacklist, ne? Also ich finde nachher auch die richtigen Namen zu den Sakurachan-2.0. 88. Genau, ja, ja. Und ja, der ist immer größer und seit 8 Jahren führe ich das nun. Und das ist krass, weil teilweise kommen dann Leute, also inzwischen weniger, aber früher sind die dann tatsächlich zu den Veranstaltungen gekommen. Und saßen bei mir im Manga-Workshop und so natürlich ein bisschen arroganter und mit ihren coolen Dragon Ball-Bildern so eins zu eins aufgezeichnet, die mir dann erklären wollten, wie man zeichnet, weil Manga-Kurse sind ja so schlecht, da kann man ja mit Senf, Zitat, ne, aus Animex kann man mit Senf besser zeichnen. Ja, mit Senf kann man schon richtig ja, werden, aber ja, genau. Und die saßen da so und dann habe ich dann meinen Kurs gehalten, zwischendurch kamen dann immer so abfällige Kommentare rein. Ja, aber ich lasse dir mal reden, weil ist nicht mein Niveau. Und irgendwann mal so nach 2 Stunden, wenn sie einfach mal ran in Boots geht, bei der Kunst, und dass wir das nicht machen, um reich und berühmt zu werden. Weil klar, ich habe jetzt letztes Mal 2. Porsche gekauft, aber es ist ja nicht das, worum es hier wirklich geht. Und ich habe keinen 2. Porsche genommen. Also das ist wieder ein Anime-Stack. Ja, die braucht ja kein Wunder, dass sie nie Kommentare schreiben. Sie hat ja schon ihren 2. Porsche. Nein. Und es kommt tatsächlich vor, dass ich Leute dann begehren kann, dass die nachher kommen und sagen, ich fand dich voll scheiße, ich habe immer über dich abgelästert, aber jetzt hast du gezeigt, du bist gar nicht so arrogant und da konnte ich sie dann wieder aus meiner Blacklist rausstreichen. Aber ich finde es auch immer ganz lustig, dass immer solche Fachgespräche dann auch kommen, nicht nur deutsche Mangel zum Scheiße, sondern das sind ja alles scheinbar Verlagsinterner, die genau wissen, wie die Finanzen hier verteilt werden. Die Verkaufszahlen kennen die natürlich auch. Ich habe so keine Ahnung, wie oft was verkauft wird, aber die wissen das. Ich weiß nicht woher, aber die wissen das. Und die sind nur allzu froh, solche Verlagsgeheimnisse internen Sachen hier zu veröffentlichen und sich darüber zu beschweren. Ja, weil abgesehen davon, also Leute, wenn wir gebucht werden zu irgendwelchen Signierstunden oder Manga-Workshops, der Verlag gibt uns kein Honorar, das sind dann die Buchhändler, die uns buchen. Das heißt, wenn die Manga immer teurer werden, dann liegt es nicht am Verlag, ne? Also so, weil wir da sind und weil sie uns Geld zahlen müssen, weil ich meine 40 Veranstaltungen in NRW abhalte, das hat damit gar nichts zu tun. Also, woher haben die das? Ja, die sind intern, die wissen das. Achso, ja, nee. Die haben die Infos. Die am besten
am liebsten mag ich immer die Natur88-2 User, die halt wirklich gegen uns wettern, aber als Berufswunsch ist wirklich die Hälfte der Leute, die sich wirklich gegen uns, sozusagen gegen meine Kollegen und so wettern, die haben wirklich halt meistens so 50% aufwärts im Chat stehen, ich möchte deutsche Zeichner werden. Und wir sind auch Mangaka. Ja, genau, ein Mangaka werden. Und, In Japan. und die kommen dann meistens auch immer an und sagen, ja, beim Essen, sagen, ja, das kriege ich besser hin, hier, schau mal, und dann sehe ich wirklich ein Strichmännchen. Hatte ich auch schon gesagt, da war wirklich ein Strichmännchen, wo meine Cousine, meine Kleine, besser gezeichnet hat. Und da muss ich ehrlich sagen, ich bin ja selber schon selbstkritisch, aber ich frage mich, woher die dieses Selbstvertrauen her haben. Weil man sich dann, sie haben immer schon manchmal die viel schlechteren Anteile. Genau, das sind übrigens alles in der Regel die gleichen. Und ich frage mich wirklich, woher haben sie dieses Selbstbewusstsein? Das hat noch nicht mal ich. Und ich glaube, einige meiner Kollegen haben diese Selbstbewusstsein auch nicht. Ich wollte nur eine kurze Anmerkung machen. Der Carlsen Verlag hat eine Zeit lang Zeichnern die Fahrtkosten bezahlt. Also die Buchhändler mussten zwar die Signierstunden bezahlen, aber die Fahrt- und Übernachtungskosten hat der Verlag übernommen. Vielleicht kommt das deswegen noch. Deswegen wird der Manga generell anders. Nein, die nehmen dann so eine Information und verwursten es in ihrem Hirn und dann kommt sowas raus. Das sind dann die internen Informationen, die wir dann haben von anderen und so. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Also normalerweise sind es wirklich die echt netten, freundlichen Buchhändler. Sind Sie Buchhändler? Gewesen, ja. Ja, so, ja. Das ist bestimmt Sachen-88-3. Ab morgen. Das Thema könnte man sich tot sehen. Nee, mal andere Gründe. Über das Thema könnte man sich tot sehen. Mal ein kleiner Einwurf, um das Ganze nochmal zu denken. Internet ist wichtig, würdet ihr alle zustimmen. Für euch, für Vermarktung, für den Kontakt zu den Lesern, der kommt ja auch aus der Szene. Was würdet ihr denn jetzt dann jungen Zeichnern raten, die angesichts solcher Kommentare dann doch eher eingeschüchtert sind? Eine Bäckerlehre. Ja, also so ein dickes Fell braucht man halt, ne? Also das ist halt wenn zu mir jemand ein kleines Mädchen kommt und sagt, ich möchte gerne Manga-Zeichner werden, guck mir die Mappe an und sehe, die meint, dass es wirklich ernst gibt, sich tierisch Mühe. Dann sage ich, Mädel, sei dir nur im Klaren, das ist nicht so schön, wie du dir das vorstellst. Abgesehen jetzt vom Abgabestress und vom generellen Termindruck und Arbeitspensum, du wirst Leute haben, die dich hassen, egal wie viel Mühe du gibst. Ja, echt? Ja. Ich finde dich aber toll. Ist egal, du findest mich toll. Fünf gefühlte Trolle finden mich richtig scheiße dann im Vergleich dazu. Und du wirst damit rechnen müssen, dass du, wenn du irgendetwas hochlädst im Internet oder irgendwo was anderes veröffentlicht, dass du Leute haben wirst, die dich nicht leiden können und die deine Sachen nicht leiden können. Entweder weil sie neidisch sind, weil diese Sachen wirklich scheiße sind oder weil du keinen japanischen Namen hast. Oh, ich kann mich ja da japanisch nennen, das ist egal. Also diese Sache mit dem dicken Fell, das wurde mir auch oft gesagt. Ja. Maus, du bist viel zu weich, du musst härter werden und ich bin einfach nicht hart. Das bin ich nicht. Mich regt das immer wieder auf und ich kriege Gänsehaut. Ich weiß, dass viele junge Zeichner das auch nicht haben. Also die kommen da rein, sind naiv und denken sich, jetzt bin ich drin, jetzt werde ich geliebt. Und sie werden auch geliebt, aber es gibt halt immer diese Idioten, die werden immer kommen. Aber was ich jetzt noch dazu sagen will, wir haben jetzt auch eine Community. Also es gibt nicht nur einen Manga-Zeichner im Deutschen, sondern es gibt jetzt schon, wie viele gibt es? Sehr viele. Und wir sind auch untereinander vernetzt und wenn ein junger Manga-Zeichner kommt, dann stürzen wir uns meistens auf den und sagen, hallo, willkommen in unserer Gruppe. Und ja, und also ich würde denjenigen raten, Kontakt zu uns zu suchen und halt in unsere Gemeinschaft zu kommen. Und ja, das ist eine Sekte. Ja, es ist ja auch eine Sekte. Wir haben geheime Zirkel und da tauschen wir uns aus. Und ich verrate am besten auf allen hier, dass wir geheime Zirkel haben. Ja, besten Fall. Wir stehen schon zueinander. Also, ja, was? Was auch wichtig ist, neben dem, also klar, Kontakt zu deutschen Zeitungen, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, ich rede einfach nicht so lange, bis es mir wieder einfällt. Wir trösten dann einfach und sagen, wir sind nur Idioten, dann geht es wieder besser. Genau.
Nein, ach genau, also obwohl wir eine große Zeichner-Community sind und ganz viele Zeichner so klein drüber vorwegnehmen. Also ist, auch wenn wir ganz viele Zeichner sind, wir sind nicht alle miteinander befreundet. Also das ist immer so, auch so ein großes Phänomen, so, ja, das ist doch auch eine Manga-Zeichnerin. Ich dachte, du kennst eine Manga-Zeichner. Ja. Ja, und? Seid ihr voll miteinander befreundet? Wie oft schreibt ihr denn so am Tag? Gar nicht. Warum nicht? Ich mag die nicht. Echt nicht? Warum nicht? Die mag mich auch nicht. Aber ihr seid doch meine Manga-Zeichner. Ja, aber ich kenne auch zwei Friseure, die müssen sich trotzdem mögen. Also das ist auch nur so eine, wir sind so eine große eine große Gemeinschaft. Aber diese riesige Gemeinschaft, die bröckelt sich dann aber auch schon in kleine Grüppchen auf. Ja, aber die verstehen sich. Grundsätzlich verstehen sich diese Grüppchen untereinander, diese Klicken, ja, so in der Schulsprache hier, Highschool, Gymnasium, Hauptschulsprache. Also es gibt zwar diese Klicken und es gibt viele Klicken, die sich untereinander verstehen, es gibt aber auch Klicken oder Einzelpersonen, wo ich denke, Alter, mit der Faust, mit diesem geilen Deutsch, aber richtig in die Fresse. Also nur in Gedanken. Also ganz normal zu dem Nachwuchs, um den es ja ursprünglich ging. Nein. Also ich würde jetzt dem Nachwuchs dasselbe raten, also ein dickes Fell und erstmal eine Netzkultur da durchschauen, ob man jetzt auf Animex ist oder sonst wo. Man kann echt viel lernen und ich finde auch, man sollte nicht, wie es am Anfang war, die Leute erstmal ins kalte Wasser werfen. Die ganzen Ema- und Carsten-Zeichen, die damals beheizt wurden, die Alex ist so ziemlich jetzt die am längsten mit dabei ist, glaube ich. Und ich mag Ema. Ja. Ist nichts gegen den Verlag speziell. Ich glaube, das war damals einfach nur so im Eifer des Gefechts. Wir müssen jetzt jeden Scheiß rausbringen auf gut Deutsch. Das war nicht alles schlecht, aber das meiste schon, ganz ehrlich. Und wenn du den Zeichen mehr Zeit gelassen hättest, wäre jetzt richtig gut. Aber viele wurden halt dadurch abgeschreckt, dass dann halt solche Shitstorme kamen und öffentlich in irgendwelche YouTube-Videos Bücher verbrannt wurden und so weiter. Und einen so einen interessanten Fall habe ich jetzt einmal in einem Mikrokosmos kennengelernt. Hier sitzen ja viele Leute vom Shōnen-Goku-Projekt, was es mittlerweile nicht mehr gab, was in erster Linie der Nachwuchsförderung diente. Und wir hatten in Band 4 eine drin, die war absolutes Naturtalent. Ich glaube, es war ein Mädchen, ich glaube, es war auch eine Asiatin. Die war 14. Die hat Yonkuma gemacht. Die hatte schon einen richtigen Stil mit 14. Mit 14, da habe ich noch mit Senf gemalt. Die war richtig gut. Das war jetzt noch nicht Krone der Schöpfung, aber dazu waren ja auch noch die restlichen 6 Jahre, bis sie mal 20 gewesen wäre. Dann hätte sie auf alle Fälle uns alle locker weggerotzt da mit ihrem Stil. Aber für sie war damals die Kritik an ihrem Shōnen-Goku-Band 4 Comic schon schlimm genug, sie hat doch nicht komplett aufgehört mit 14 Jahren und war damals besser als sonst irgendein 14-jähriger Mensch zuvor. Und ja, ich glaube aber auch, dass es solche Leute, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, dass solche Leute verdient es dann irgendwo nicht, in der Szene Fuß zu fassen. Es gehört halt einfach dazu, leider gehört es in Deutschland dazu, dass du halt mit sowas umgehen musst. Andere Kulturen, andere Comic-Kulturen behandeln da ihre Zeichen, gerade ihre Nachwuchszeichen natürlich ein bisschen besser. Ja. Dann meistens die Nachwuchszeichner die kleine Schoßhündchen behütet und gepflegt und gehegt. Das ist immer sehr lustig zu sehen. Aber um nochmal auf die Nachwuchskünstler in Deutschland zurückzukommen, man muss sich darauf einstellen, dass man generell als arrogant und hochnäsig angesehen wird. Ich kriege jedes Mal zu hören, wenn ich mit jemandem schreibe, und du redest ja mit mir, du bist ja gar nicht so arrogant und so fies wie die alle anderen von dir. Und ich denke so, keiner von uns ist arrogant. Aber wenn man natürlich von 10 Personen gleichzeitig angesprochen wird bei einer Signierstunde, ist es natürlich klar, dass nicht 10 Personen gleichzeitig antworten und reagieren kann, wenn von wirklich von allen Seiten was kommt. Und ich finde es halt immer lustig, wenn dann wirklich solche Sprüche kommen, du bist ja so nett und alle anderen von dir, ich kenne da Engländer, die sind so arrogant und die reden gar nicht mehr mit einem. Und ist ja gar nicht so scheiße, wie ich immer dachte. Genau, das sind so die Standardsprüche, die man zu hören bekommt, wenn man auf Messen ist, dass man eigentlich gar nicht so scheiße ist und so arrogant ist wie eigentlich wie alle anderen, weil man ja doch mit einem redet. Aber ich finde einfach, dass jeder Zeichner ist, das sehe ich aber bei Kollegen, wenn ein Wildkunde zu denen hingeht und mit denen redet, die sind ganz normale Menschen, wir sind ganz normale Menschen. Das heißt, echt? Der neben dir da. Ja, das ist ein Außerirdischer. Also, was ich noch sagen wollte, ich verstehe gar nicht, wie die drauf kommen, dass wir arrogant sind, weil es gibt gar keinen Grund, weswegen wir arrogant sein sollten, weil so wahnsinnig glamourös ist es jetzt eigentlich nicht, ein deutscher Zeichner zu sein.
weil ich meine, wir verdienen jetzt nicht so viel, dass wir uns einen Porsche kaufen könnten. Und ich habe zwei. Es ist auch nicht so, wie wir gerade gehört haben, dass wir da auch nur mit Lob überschüttet werden und Zucker in den Arsch geblasen kriegen. Das sagen die Kritiker auch immer. Alle blasen sie immer Zucker in den Arsch. Jetzt komme ich. Und also es gibt keinen Grund, also wir fühlen uns, also ich persönlich jetzt fühle mich eigentlich meistens recht unglamourös und hab das Gefühl, wir kämpfen eigentlich die ganze Zeit nur. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie einen Grund haben, vor allem zu sein. Vor allem ist ja auch ein Comic oder ein Manga, das schon seit egal welches Stil, also Stil man hat und wie man betitelt wird, es ist ein Knochenjob. Ja, es ist einfach ein Knochenjob, man hat kaum Zeit bei dem ganzen Termindruck. Großartig ins Kino zu gehen, in eine Party zu gehen, weil das Geld geht meistens auf ein Zeichenmaterial. Das heißt, da, man kann eigentlich gar nicht glamourös sein oder arrogant sein, weil man ja dauernd nur arbeitet. Oh Gott, hoffentlich kriege ich jetzt keine auf den Deckel und hoffentlich kriegen meine Freunde noch mit mir, weil ich keine Zeit mit denen habe. Und das ist eigentlich das, wie es bei uns abläuft. Also, das ist, was ich zumindest bei den anderen auch mitbekommen habe. Man muss es einfach lieben. Man muss einfach verrückt sein. Man fühlt sich ja manchmal eher wie so ein Grottenollen, wenn man so nach zwei Wochen mal wieder das Haus verlässt und sich vorstellt, oh Gott, diese unendliche Weite. Ich verbrenne die Sonne. Ja, also ganz kurz einmal zu diesem Glamour und ihr seid so arrogant. Was ich oft höre, was mir zum Beispiel manchmal auch ein bisschen negativ angelastet wird, dass ich halt zu präsent im Internet bin. Ja, das ist ja eigentlich so eine Spirale. Also man muss ja präsent sein, dass man überhaupt ein Buch verkauft. Leider hier in Deutschland, du musst echt jedes Buch einzeln verkaufen, habe ich manchmal das Gefühl. Dafür musst du halt auf Facebook ständig posten, du musst ständig neue Online-Dojinji-Seiten hochladen und dann kommen Leute, die legen dir das negativ aus. Du bist so eine Rampensau und du bist so arrogant, weil du ständig was mit deinen Fans im Internet machst, so auf die Art. Aber es geht halt echt nicht anders. Und wir haben alle hier, glaube ich, nicht so die absoluten Selbstläufe-Comics. Wir produzieren nicht gerade das lustige Taschenbuch. Und es ist halt echt viel Arbeit online auch. Und ich glaube, es ist auch so ein Punkt, den man halt den Nachwuchs nochmal nahelegen muss. Du kannst nicht einfach nur dich hinsetzen und verkaufst von allein Bücher. Das schafft, glaube ich, in Deutschland echt nur die Anna Hollmann momentan. Und das ist aber nochmal ein ganz anderes Phänomen. Ich glaube, wenn man so. Die Brüste? Die hat auch Brüste, ja. aber ich denke mal, bei Nachwuchs. Ah, nein, das ist Alpha Girl. Also, wenn die hat auch Brüste. Ja. Ich denke, wenn es um Nachwuchszeichner geht, dann geht es, finde ich, in erster Linie darum, wenn wir uns schon um sie kümmern wollen, nicht darum, den konstruktive Kritik zu ihren Zeichnungen zu geben, weil das lernen die von irgendwann selber und die Hater, die haben bestimmt auch noch ein paar Sätze dazu, sondern ich denke eher, es ist wichtig, denen halt beizubringen, mit dieser ganzen Kritik und dem ganzen Hass oder was auch mit den ganzen Trolls halt umzugehen. Also den Leuten beizubringen, wenn die schon kein dickes Fell haben, dem entweder aus dem Weg zu gehen oder irgendwie sich ein Ventil zu suchen und wenn es nicht einen Boxsack zu Hause hinstellen, das ist Prügel, sobald das heißt, deutsche Manga sind scheiße. Also, dass es eher darum geht, die emotional halt eher aufzubauen oder wie verhalte ich mich im Internet und auf Messen, dass man eher da ansetzen müsste, wenn es halt um die Förderung geht, wenn man dann überhaupt Konkurrenz fördern will. Ja, wenn man. Ja, bleiben wir bei der Zukunft. Letzte Frage von mir, danach dann nochmal Fragen vom Publikum. 10 Jahre ungefähr deutsche Eigenproduktion, der Markt wächst, es kommen immer mehr Titel, ich glaube letztes Jahr waren es über 40, nicht nur 50 Taschenbücher, sondern eben auch ganz viele Independent-Publikationen oder auch Selbstverlagspublikationen. Wie bewertet ihr aktuelle Qualität? Gibt es überhaupt schon eine deutsche Manga-Identität oder sind wir immer noch an dem Punkt, wo wir sagen, wir müssen erstmal alle Genres für uns erschließen? Das ist, glaube ich, immer noch gemischt. Also ich kenne so ein, zwei Werke, 5, 6 Werke von Zeichnern, wo ich echt so denke, ja, das ist so eine Richtung, das geht schon, das kann man schon irgendwie als was ganz Eigenes betiteln, aber ich denke immer, wir brauchen nicht einen Stil, wir brauchen nicht eine Richtung. Wir sind, wenn es über 50 Publikationen gibt oder 40, das heißt, wir haben auch ungefähr 40 Zeichner mindestens, wenn nicht noch mehr, garantiert noch mehr. Und jeder ist eine eigene Persönlichkeit. Also ich
gehe ja auch nicht in den Laden und sage, alles klar, das sind hier die japanischen Mangas, die sind alle gleich. Ich kann Arina Tanimura nicht mit Akira Toriyama vergleichen, das ist einfach auch was komplett anderes. Und ich denke, dass es bei den Deutschen oder bei den einheimischen Zeichnern genauso sein sollte, dass man nicht sagt, alles klar, das ist jetzt hier der absolut deutsche Stil, sondern einfach, dass jeder Zeichner für sich was findet und sich selber identifiziert. Und wenn jemand halt gerne was Japanisches kopieren möchte und was gut macht und Ableber findet, dann soll es so sein. Umgekehrt immer halt genauso, wenn jemand gerne was einheimisch macht. Aber also es ist natürlich richtig, also du wirst nicht einen einheitlichen Stil oder sowas aufbauen können, das wäre auch total faschistisch und das sollten wir echt nicht versuchen. Es wäre sehr seltsam, Inzest im Prinzip. Und ich glaube aber, man erkennt es an anderen Sachen, ob es was Deutsches ist. Und ich glaube, man erkennt es schon daran, dass man einfach diesen ganzen Japanophilie-Faktor ein bisschen zurückschraubt. Ich glaube aber tatsächlich, dass du jemanden, der überhaupt nicht gerade in der deutschen Manga-Szene und generell internationalen Manga-Szene da drin ist, der aber so ein bisschen Gespür hat für kulturelle Herkunft, wenn du denen zum Beispiel, was weiß ich, ein Farblicht hinlegst oder ein Person Paradise und daneben irgendwas von Arina Tanimura und Toriyama, dann wird er, denke ich, schon erkennen, was aus welcher Kultur kommt. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo er wirklich hin soll. Also einfach eine kulturelle Richtung. Also ja, genau. Es ist ja zum Beispiel bei den amerikanischen und franco-belgischen Comics ja genauso, die haben halt ihre eigene Art und ich finde es eigentlich auch schön, weil ich finde, Deutschland hat eine sehr schlechte bis gar keine Comic-Kultur gehabt in den letzten Jahren. Die ist gerade am Wachsen, dass es auch ernst genommen wird. Und das würde ich halt wirklich schade. Ich finde mir auch, wie das gesagt hat, dass wir wirklich ein Stil haben. Ich finde es schön, wenn wir viele Stile haben, wie es auch Daniela gesagt hat. Da ist wirklich dann für jeden etwas bei. Weil es ist einfach so, man kann nicht jeden Menschen auf der Welt das Recht machen. Kultur. Genau, und ich finde es auch schön, wenn man sieht, okay, hier ist die deutsche Kultur, zum Beispiel Sachen wie in Berlin spielen oder mit deutschen Namen oder zum Beispiel deutsche Berichte oder sonst irgendwas, dass man zumindest auch oder von der Erzählweise erkennt, dass es von Deutschen ist. Und ich finde, das ist ein Nachteil, das kann auch ein Vorteil sein, weil wir leben in Deutschland, warum nicht? Also ich finde es eigentlich gut so. Ich fände es auch logischer, wenn deutsche Mangas in deutscher Leserichtung wären. Aber das ist ja ein ganz heiß diskutiertes Thema. Das verstehe ich auch nicht, warum das so heiß diskutiert wird. Das hatten wir mal auf Dany Magic. Und ich dachte, das ist selbstverständlich, dass der deutsche Manga vielleicht irgendwann mal auch einheitlich in westlicher Leserichtung ist. Und dann gab es da riesige Proteste auch von den Fans der deutschen Mangas. Nein, das wollen wir nicht. Und ich denke, das sollte jeder für sich selbst entscheiden, aber ich persönlich fände es schön, wenn wir zu unserer Kultur stehen würden, dass wir eben halt von links nach rechts lesen. Auch unsere Schrift geht in die Richtung, es würde den Lesefluss unterstützen, dass man das auch annimmt und dann etwas produziert, was nicht irgendwie so ein Import ist, sondern halt ein Export vielleicht. Also was doch auch was Neues ist, wenn es nur die Leserichtung ist, die uns entgegenkommt vom Lesedrive. Das ist ja auch so, das habe ich vor kurzem gemerkt. Es ist ja geplant, dass Grablich jetzt auch in mehreren Sprachen veröffentlicht wird. Und ich hatte jemanden, der das Ganze auf Japanisch übersetzt. Und wir wollten uns auf einer japanischen Seite hochladen, mit dem ich mich überhaupt nicht zurechtfinden kann. Also es war echt so, klick jetzt da drauf, wo dieses Zeichen so kreist mit so einem Strich. Also ich habe mich da irgendwie halbwegs zurechtgefunden, wollte das hochladen und hatte dann extra auch eine Lava-Seite anfertigen lassen, wo dann steht, das ist übrigens deutsche westliche Leserichtung. Und dann sagte er, warum hast du es gemacht? Du kannst doch einfach da westlich anklicken. Also das ist in Japan, das ist überhaupt gar kein Thema, das ist egal, du kannst rummachen, wie du willst. Und deswegen verstehe ich, also das ist halt immer dieses, warum muss alles immer so japanisch sein? Warum können unsere... Nee, hör nicht aus. Miguel! Ja, aufmachen! Mein Freund. Ja, aber das ist halt, mal abgesehen von der Leserichtung, das kann mir jetzt egal sein, aber ich ignoriere das jetzt einfach. Zum Beispiel dieses, warum verhalten sich die Figuren in unseren Comics nicht deutsch? Warum? Ja, die meisten tun das Gott sei Dank mittlerweile, aber ich habe schon ganz viele gesehen, wo dann wirklich so dieses japanische Schulmädchen verhalten und ich verbeuge mich, wenn ich jemanden begrüße, statt ihm die Hand zu geben oder so. Das finde ich immer so ein bisschen seltsam. Aber das ist eine Schule in Berlin. Ohayou gozaimasu! Hi, Herzchen. Sie müssen jetzt sowieso mal zur Publikumsfrage kommen. Das waren nämlich, glaube ich, der 13 Uhr Wecker. Ach so ist das! Ja, ich habe die alles unter Kontrolle, ne? Also, gehen wir los. Also, ja, das stimmt schon, was Daniela gesagt hat. Das
ist ja auch erst in den letzten Jahren wirklich passiert, dass so einige Manga-Zeichner mittlerweile ihre Sachen auch wirklich explizit in Deutschland spielen lassen. Und die Entwicklung ist jetzt auf den Verlagen mittlerweile, dass viele Verlage eben fast alle sogar ihre Geschichten dann gerne in Japan spielen lassen, weil sie eben mit diese Identität aufbauen wollen und dann weg wollen von diesem komischen Japan-Klischee, wo es als in Deutschland spielt, aber trotzdem Abschuldigung tragen und trotzdem alle bei jedem Wort anlaufen. Unser japanischer Meister sozusagen. Und keine Stühle haben. Ja, eine Vorreiterin gibt es, die bezeichnet jetzt momentan eher Lucinchi, glaube ich. Das ist die Stella Brandner, die ja sehr viel Lokalpatriotismus betreibt und ihre Sachen jetzt mittlerweile in Europa spielen lässt und ja, das ist ganz richtig schön deutsch macht. Gut, also wenn du darauf achtest, also ich glaube, Person Paradise, das ist ja auch ziemlich, also einige Ecken, die man erkennen könnte. Bei mir, wer aus meiner Ecke kommt, die, also ich glaube, 99% aller Orte, die existieren wirklich. Ich renne im Fotoapparat rum und frage die Besitzer des Hauses, also die Zahnarztpraxis, die steht in Essen, ja. Der Park in Kapitel 1, der ist bei mir direkt um die Ecke und das Haus, in dem der Vampir wohnt, da bin ich ja drin aufgewachsen. Also das heißt, auch wenn das nicht so mit dem Vorschlag kann man, das ist übrigens im Ruhrpott, also Leute, die aus der Ecke kommen, vielleicht das Haus sogar kennen oder einfach nur denken, ja, das könnte hier irgendwo stehen und das steht tatsächlich hier irgendwo. Ja, es gibt zum Beispiel auch den Manga Royal Lip Service von Marika Paul, der spielt zum Beispiel in Köln. Auch mit den Sehenswürdigkeiten, das heißt, da ist natürlich auch direkt gesagt, er spielt in Deutschland. Da wurde sogar der Dialekt bei dem einen DJ übernommen. Das war sehr lustig. Das ist ja genauso. Genau, und es gibt noch diverse andere Sachen, das Sketchbook Berlin, spielt auch in Berlin. Von Marisa. Genau, und Guido Neukamm. Bitte zur nächsten Frage. Ich habe jetzt den Lassen entnommen, dass ihr nicht viel Geld mit euren Wackers verdient. Ihr seht alle sehr jung aus, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr seid noch nicht. Wir sind voller Hoffnung. Wir sind auch ein bisschen zur Perspektive aus. Wenn ihr mit Mangas kein Geld verdienen könnt, ist arbeitstechnisch sehr aufwendig ist und ihr keine Zeit für nichts habt, aber trotzdem irgendwie leben müsst. Wir sind voller Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann noch besser sein wird. Und ich mache nebenher noch Illustrationen, dann geht's. Genau, und es ist wirklich eben so eine Sache, dass man eine gewisse Flexibilität auch hat. Und auch offen ist, eben mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Also in meinem Fall ist es zum Beispiel, ich arbeite an einer Privatschule als Dozentin, jetzt auch für Illustration zum Beispiel. Und ich arbeite für verschiedene Verlage. Und momentan habe ich jetzt noch ein Studium angefangen. Das frisst ein bisschen Zeit weg und zwingt mich dazu, mich ein bisschen zurückzuziehen allgemein. Weil wenn das durch ist, dann habe ich auch wieder was Neues auf dem Papier, worauf man weiter aufbauen kann. Ja, es kommt wirklich so ein bisschen darauf an, wo man dann in dem jeweiligen Augenblick seine Prioritäten setzt und ja, dass man vor allem wirklich viel macht. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die jetzt nur von der einen Sache leben können, zumindest nicht am Anfang. Nee, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mehrere Jobs, also ich habe 4, 5 Jobs insgesamt, die ich durchrocke. Das heißt, ich habe einen Halbtagjob, wo ich dann wirklich meine Frühschicht, Mittel- und Spätschicht habe, das heißt, ich habe einen Schicht. Plan, jede Woche anders und das heißt, da muss ich hin und dann unterrichte ich parallel an der Förster-Schule in Berlin-Mitte, habe ich mehrere Kurse, die ich mit Guido Neukamm zusammenführe. Zusätzlich bin ich auch noch auf Messen, bin auch unter anderem als Redakteur beim Comic Culture Verlag tätig und zudem bin ich da auch für die Grafik, für die grafische Gestaltung mit tätig. Ich nehme auch natürlich Auftragsarbeiten an und nebenbei noch meine Serie, die dann so entsprechend schnell bearbeitet werden muss. Also wir sind teilweise also auch echt gezwungen, bei Marika ist es ja auch so, Jobs anzunehmen, die nicht unbedingt was mit Kunst oder so zu tun haben. Also ich zum Beispiel arbeite noch nebenher in einem Jugendzentrum, habe dann mit ein bisschen geredet und auch es geschafft, einen Comic-Workshop da einzuführen, aber in erster Linie ist es dann halt auch was ganz anderes als die sonstige Arbeit, die man so macht. Und ich fürchte, dass das halt noch eine ganze Weile so weitergehen wird, weil es halt einfach wahnsinnig schwer ist, so im Comic-Manga-Bereich sein Geld hauptsächlich zu verdienen. Aber wie gesagt, man gibt die Hoffnung ja nicht auf, wir sind alle Überlebenskünstler und hoffen einfach das Beste und gehen ganz blauäugig in die Zukunft. Ob das jetzt blau geschlagen wurde oder nicht, das ist die andere Sache. Weil sonst würden wir das auch gar nicht auf uns nehmen, weil es ist sehr viel Stress, sehr viel Arbeit und wenn wir da nicht irgendwie dran glauben und dafür kämpfen würden, würden wir das auch gar nicht durchziehen. Dann würde man auch gar keine Kraft haben, überhaupt wieder aufzustehen und immer weiterzumachen. Keine Sorge.
Da gehört sehr viel Leidenschaft dazu. Wenn man, wenn man das Zeichnen und seine Fans und seine Geschichten nicht liebt, dann kann man einfach nicht weitermachen. Wobei ich auch sagen muss, das geht nicht für alle. Also ich habe jetzt auch im Comic-Salon mal wieder ein paar alte Bekannte, ein paar ehemalige Kolleginnen von uns, muss man sagen, getroffen. Den Stil ich auch ganz toll fand, die haben tolle Comics produziert, aber die haben aufgrund dieser finanziellen Situation bei uns auf dem Markt jetzt mittlerweile komplett den Sattel gewechselt und die machen jetzt komplett nur noch für irgendwelche Werbeagenturen oder als Freelancer in irgendwelchen Grafikbüros und so weiter ihre Auftragsarbeiten und ihnen ist es halt nicht so wichtig, sich über Comicform auszudrücken. Ich glaube, wir sind hier eine Reihe von jungen, attraktiven Menschen, wir brauchen halt den Comic als Medium. Und dafür nehmen wir das halt in Kauf, mal ein bisschen weniger zu schlafen, mal ein bisschen mehr Blut zu kotzen und dafür halt unsere Geschichten zu erzählen. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, was es dann umso trauriger macht, wenn solche Kommentare, wie anfangs hier gezeigt, dann kommen, weil du dir echt denkst, warum mache ich mir die Mühe? Warum arbeite ich, was weiß ich, im Supermarkt zum Beispiel? Was haben wir hier? Warum mache ich die ganzen Nebenjobs und warum nutze ich meine ganze Freizeit für Comiczeichnerei, in denen ich mit meinen Freunden Autos anbrenne oder Party mache, Koma saufen oder so, genau. Und maximal, ja, und da seit Jahren Urlaub gibt es gar nicht. Ich wurde letztes Jahr in Zwangsurlaub gesteckt von meinen Eltern, wo ich mein heimliches Zeichenmaterial mitgenommen habe, um arbeiten zu können. Im Endeffekt habe ich mir die Schulter ausgekugelt beim Snowboarding gleich am ersten Tag. Ich war persönlich war jetzt nicht so unglücklich drüber, denn ich konnte arbeiten. weil. Ja, das ist halt schwer, wenn man halt wirklich jahrelang drin ist. Man kann sich den Urlaub gar nicht leisten, teilweise. Man würde den gerne machen, wenn zum Beispiel ein Projekt vorbei ist. Aber im Endeffekt, man hat im Hinterkopf, man muss irgendwie noch was machen. Also erstmal Werbung machen, damit die das dann überhaupt rauskommen. Und dann am besten so schnell wie möglich mit dem nächsten Band anfangen, damit das auch relativ schnell dahinter ist. Aber wenn man nicht recht regelmäßig was veröffentlicht hat, redet man ganz schnell in Vergessenheit. Am besten noch so zwei, drei Felder hochladen, also Artworks, damit man weiß, dass man auch noch Illustrationen macht. Und dann vielleicht eine Pause, aber dann ist ja schon wieder die Deadline für den zweiten Band. Und dann ist ja eine arrogante Rampensauer. Also ich glaube, es ist sehr deutlich, dass wir alle Workaholics sind. Also es ist teilweise halt so schön, also ich wurde irgendwann mal um 2 Uhr nachts von meiner Mutter aus meiner Wohnung geholt und gesagt, du kommst jetzt mit. Warum? Du musst schlafen. Ich hab doch hier im Bett. Du kommst jetzt mit hier, verdammt, ich wurde gerade von irgendjemandem angerufen, dass du hyperventilierst und total überarbeitet bist. Nein, ich habe in dem Moment geskypt oder irgendwie so, aber ich habe auf jeden Fall rumgeheult. Mir ging es ganz schlecht und ich habe irgendwann kam dann meine Mutter um 2 Uhr und hat sie gesagt, in meine Wohnung und hat gesagt, du kommst jetzt mit, stellst jetzt ins Gästezimmer. Ich nehme meine Zeichen dann. Nein, du nimmst deine Zeichen dann. Gibt es noch weitere Fragen? Darf ich bitte anmerken, dass es besser wird, also wenn ihr noch länger dabei seid? Es hört sich jetzt echt so an, als hätten wir alle gar kein Leben. Also, ich denke, das ist einer der großen Probleme von der deutschen Comic-Kultur. Einfach, dass sehr viele Leute eben nicht durchhalten. Einfach, weil man irgendwann ja dann doch seine Miete und sein Essen bezahlen muss. Ja, ich will es aber echt nicht pauschalisieren. Es ist auch nicht so schlimm, weil ich kenne Kollegen, die machen nicht so viel. Bei mir wird es langsam auch so, dass ich Aufträge abnehmen kann. Dass es langsam so wird, dass ich sehr schöne Aufträge reinbekomme, wo die auch super bezahlt werden. Das heißt also, es wird irgendwann mal besser, sodass man auch Freizeit hat. Also ich bin Studentin, ich habe jetzt ein Studium durch, ich mache gerade Informatik, vielleicht kommt noch Master hinterher. Das heißt also, denk jetzt bitte nicht, dass, wir arbeiten natürlich super, super viel, aber wir würden es nicht machen, wenn wir diese Leidenschaft nicht hätten. Und irgendwann mal kommen einfach Aufträge, die auch ein bisschen besser bezahlt werden. Klar, also man muss sich einfach hocharbeiten, das ist so. Man fängt mit kleineren Illustrationen an, die man nebenbei hat. Oder mit Manga-Bänden, wo man noch die Verkaufszahlen steigern muss. Aber irgendwann mal, das wird besser, sonst hätten wir schon alle längst aufgehört. Ja, und die Leidenschaft. Also sorry, ich mache gerade meinen 6. Band. Wenn so scheiße laufen würde, dann würde ich keinen 6. Band zeichnen. Also, ein bisschen bedenken muss man ja auch schon. Ne? Also, ich kann jetzt mal eine Frage. Ja, ich hätte noch eine Frage. Ja. Und zwar ist es ja so, dass ihr alle gesagt habt, ihr seht euch als Comiczeichner. Wenn man euch fragt, dann sagt ihr, ich zeichne Comics. Natürlich ist es ja in der öffentlichen Wahrnehmung so, dass es den Manga gibt und den deutschen Comic.
und das sind auch immer noch ziemlich getrennte Szenen, auch von den Auflagen ist es sehr unterschiedlich. Und viele Leute, so glaube ich, kann man das sagen, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, viele Leute, die Mangas kaufen, kaufen keine anderen Comics, sondern kaufen Mangas, weil es Mangas sind. Glaubt ihr, dass sich dieses Schisma irgendwie fortsetzen wird oder werden sich irgendwann diese Kulturen nochmal mischen? Also es gibt ja auch Leute, die Comics kaufen, die dann aber keine Mangas kaufen. Genau, ja, so meine ich das ja. Und umgekehrt, genau. Das war auch keine Kritik, sondern das ist. Das ist halt so, es gibt immer irgendwelche festgefahrenen Leute oder junge Leute, die sich auf eine Sache fixieren und dann kaufen wollen. Man kann die Zeichner sich meistens beides lesen. Ja, genau. Ja, genau. Das ist auch meine Frage auch in Richtung Fans, ob sich das ändert. Ja, man muss auch gucken, was für Manga rauskommen. Also wenn wir ehrlich sind, das Zielpublikum ist ja recht jung. Also die Manga, die hier in Deutschland erscheinen, es gibt auch Manga tatsächlich für Erwachsene in Japan, für alle Altersgruppen, sogar für Senioren. Ja, aber in Deutschland ist es immer so, die Hauptabnehmergruppe, das sind junge Leute. Und ich kenne aber wirklich viele, die mit Manga angefangen haben, die inzwischen auch Comics lesen. Gott sei Dank, also dass auch noch andere Kunstwelten dazukommen. Und ich glaube, das wird sich, wenn dann wirklich ändern, wenn auch mal Manga für Erwachsene veröffentlicht werden, sollte ich keine Auflage sein. Aber weil wir noch ein paar Mangel an Erwachsenen-Mangas haben. Es gibt eigentlich einen Haufen reife Comics bei uns, die Erwachsene lesen können, aber es gibt noch nicht so viele nachdenkliche und tiefgründige Mangas. Also ich meine, Carlsen zum Beispiel bemüht sich ja gerade sehr um die Graphic Novels, die aus Japan kommen mit einem reiferen Inhalt, aber sonst haben wir noch nicht so viel und auch nicht, die Bandbreite ist auch noch nicht so groß. Du hast vielleicht ein bisschen Taniguchi und so, aber da gibt es ja auch noch viel mehr. Da gibt es ja auch Erotisches zum Beispiel, haben wir ja auch nicht. Also, doch, das ist so richtig erotisch. Das wäre ja auch, also die Leute, die halt Comics lesen, denken bei Mangas, das ist ja was für kleine Mädchen oder kleine Jungs hier, das ganze Hauen drauf und Liebesgeschichten-Kitsch. Und die Manga lesen, denken bei Comics, das ist dieses Superhelden-Zeug hier, dieser fette Typ von den Simpsons, der guckt das auch und der ist voll doof und alles so viel Text, da ist so viel Text drin und das ist alles voll Farbe und voll Feuer und Scheiße, die sind alle doof aus und die haben gar keine großen Augen. Also die haben alle so ihre Vorlieben und ich denke, dass man da auch raussetzen muss. Ich finde es eigentlich immer ganz schade, wenn dann so ein Comic-Fan zu mir kommt und sagt, ah, Mama, so scheiße, wirklich, hey, guck dir mal ein Monster an oder so. Schau doch mal da rein, sei doch mal nicht so verkrampft und denk nicht immer, dass alle Mangas große Kulleraugen haben. Oder zu jemandem, der totaler Manga-Freak ist, sagen wir mal, hey, jetzt guck dir doch mal hier schon was Kids an, der ist cool, der gefällt dir. Nein, das ist kein Manga. Dass sie halt einfach so ein bisschen festgefahren sind. Eine abschließende Frage, ich glaube, die Fragen werden alle beantwortet. Darf ich noch was sagen? Nein. Schlusswort. Ja. Schlusswort. Jetzt braucht sich keiner das Schlusswort zu machen. Alex, du machst das. Ja, es gibt auch Verlage, die Gott sei Dank auch Manga rausbringen, die Comics rausbringen, die an Manga angelehnt sind. Die Franzosen sind da ganz weit vorne. Sie machen so ein Mischding. Tokyo Pop bringt es raus. Ich habe gerade drei wunderschöne Manga-Comics gesehen, wo ich auch nicht so ganz zuordnen konnte. Also ist auch Comic, aber auch ein bisschen mit Manga. Und ich finde, also das wäre jetzt so ein Weg, dass man dann die Manga-Fans zum Comic lesen kann. Und das finde ich schön. Und das war mir so ein abschließendes Wort. Das war ein sehr schönes abschließendes Wort. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Man braucht ein dickes Fell, man braucht ganz viel Leidenschaft, aber ihr würdet es alle so bewerten, dass es sich positiv entwickelt. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich danke auch euch, dass ihr da wart. Ich bedanke mich bei der Organisation des Festes, dass wir diese Fälle hier veranstalten durften und wünsche euch noch einen schönen letzten Tag. Erlangen.